Back mit einer neuen Folge, wie ihr es gewohnt seid, jeden Donnerstag. Heute mal wieder mit Ehrengast, Münchens Promoter Numero Uno, Alexander Petkovic ist Hallo. heute zu Gast. Der dritte Promoter nach Daniel Todorovic und Talib Ipek. Aller guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Ich freue mich, dabei zu sein. So muss das sein. Wir gucken heute ein bisschen ganz kurz auf dich als Person. Wer bist du überhaupt? Und dann auf deinen Boxstall, den du promotest. Und fang an mit dem Foto Numero Uno, wie gewohnt im Toe-to-Toe-Style. Oh, schon länger her, sieht man. Ja, da war ich noch, glaube ich, aktiv. 2014, 15 könnte es sein. Da habe ich noch selber geboxt, ja. Das war vor 8, 9 Jahren, ja. Keine Ahnung, sowas. War das dein Spruch oder wurde es da ein bisschen missbraucht für den? Auf jeden Fall, ist ein cooler Spruch, oder? War mir nicht sicher, ob der jetzt direkt von dir kommt oder ob da irgendjemand dich da hingesetzt hat. Nee. Also war schon dein Motto. Ja. Nice. Wie bist du zum Boxen gekommen? Was waren so deine Anfänge, deine ersten Schritte? Ja, sehr früh, wo ich noch jung war. Ich bin, wie gesagt, in München geboren. Ich bin Münchner, bin in München geboren. 1992 bin mal durch einen Freund zum Kickboxen mal. Hat mir sehr gut gefallen. Die Trainingseinheiten haben mir gefallen. Nach ein paar Monaten habe ich erst ein paar Kämpfe gemacht, alle gewonnen. Dann habe ich einen alten Boxfreund kennengelernt und der hat mir gesagt, du, Boxen ist nichts für dich, das ist ja Ballett. Kommst du zum Boxen rüber, dann bin ich rüber, bin bayerischer Meister geworden bis zur deutschen Meisterschaft. Und irgendwann 1997 hat mich Klaus-Peter Kohl und Peter Hanratz entdeckt von Hamburg. Bin dann der jüngste Profi Deutschlands gewesen und ja, habe Glück gehabt. 12 Jahre habe ich geboxt, gedient für Universum Box Promotion, damalige Universum Box Promotion. Wir waren damals weltweit Nummer 1 mit 48 Weltmeister. Ich glaube nicht, dass es jemand nachmachen kann oder nochmal das Gleiche oder in die Richtung fahren kann, ja. Da könnte es schwer werden hier in Deutschland. Wir gucken aufs nächste Foto, denn du hast es ja nicht dabei belassen. Es gibt ja wirklich viele große Boxer, die eine gute Karriere hatten, aber nur die wenigsten werden ja dann wirklich Promoter. Das ist jetzt euer aktuelles Logo, dein Baby. Wie kam es denn dazu, dass du die Entscheidung getroffen hast, nach dem Boxen, jetzt werde ich auch noch Promoter? Ja, ich habe noch, wie gesagt, ich habe sehr früh bei Universum aufgehört. Ich glaube 2006 habe ich aufgehört, 4 Jahre Pause gemacht. Danach kam ein Angebot gegen Timo Hoffmann nochmal nach 4 Jahren Pause zu boxen. Die Deutsche Eiche habe ich angenommen und den Kampf habe ich klar gewonnen. Damals bei SES, bei Ulf Steinfurt in Magdeburg oder in Riesa war der Kampf. Habe von 12 Runden, glaube ich, gefühlt 16 gewonnen und die haben mich da beschissen, haben unentschieden rausgemacht. Dann kam wieder Interesse, ich wollte boxen, aber trotzdem habe ich bei Jungs immer mitgeschleppt, die Trainingsjungs, so wie Shevardi Sufi war von Anfang an hoch an dabei. Da haben wir dann aufgebaut, auch so Boxpromotion haben wir gegründet und 2010 habe ich eine Firma gegründet und parallel, während ich noch geboxt habe, habe ich noch bei Jungs mit gemanagt und irgendwann 2015 war ich dann Rentner sozusagen und dann habe ich mich immer mehr um den Job gekümmert. Frührentner. Genau, Frührentner. Ja, hast ja immer noch ein bisschen Arbeit. Ich habe gelesen, Amateurboxer, das so, liegt dir am meisten am Herzen, dass du wirklich Amateurboxer formst zu Profis. Wie kam es dazu, dass du wirklich da an die Base zurückgehst? Ja, wir haben alle Boxpromoter, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wir brauchen gute Amateure. Mhm. Und wenn das nicht bei den Amateuren gute Jungs oder Mädels gibt, dann wird es auch beim Boxen leider Gottes nichts Großes raus. Leider Gottes gibt es auch solche Pseudo- oder möchte gern Boxer, die sich jetzt immer als Champion nennen, aber letztendlich sich nichts von dem Sport leisten können. Die gute Basis ist wie so oft im Leben entscheidend. Wir gucken jetzt mal auf die Boxer, die bei dir sind, aufs erste Foto. Da haben wir gleich einen gut aussehenden jungen Herrn. Ja, Shevardi Sufi, der ist zu mir 2010 das erste Mal gekommen. Wir haben 5 Jahre zusammen verbracht, haben ihn auch zur Junioren-WM gebracht. Dann haben wir uns getrennt für 5 Jahre oder 6 Jahre danach. Nach ein paar Monaten jetzt war er alleine, hat noch probiert was und hat mich angesprochen, ob wir Interesse hätten. Und ich habe ihn gerne aufgenommen, weil ich weiß, was für Charakter der hat und ist ein toller Junge. Und er hat das Potenzial, wieder ganz oben einzumischen. Und ich bin mir sicher, dass wir bald für ihn auch wieder einen WM-Kampf holen. Ich bin da auch guter Ding, hat er wirklich gut ausgesehen gegen Billy Joe Saunders. Grundsätzlich so, wenn du jetzt daheim sitzt, du hast irgendwie einen entspannten Abend und machst dir wirklich mal in Ruhe Gedanken. Was sind denn die wichtigsten Kriterien für einen Boxer, um bei dir jetzt, sage ich mal, im Stall anzufangen, dass du mit ihm zusammenarbeitest? Ja, auf jeden Fall, wir müssen, oder wenn wir Boxer werden bei uns immer vorgestellt. Also die stellen sich täglich bis zu 10, 15 Boxer am Tag. Wir schauen, es muss ja ganz ein Paket drumherum auch sein, nicht nur, dass er gut boxt oder eine
super Karriere nachweist, sondern man muss ihn auch vermarkten können. Und natürlich, wenn wir auch tolle Talente entdecken, dann gehen wir auch auf die zu und probieren oder unterstützen die. Und später, wenn die zu Profis werden, dann kommen die auch automatisch dann zu mir, weil das Vertrauen dann auch besser ist. Und sie wissen auch, ich bin der einzige Promoter in Deutschland, der als Boxer auch tätig war. Und sie wissen, also das Vertrauen ist da. Der versteht auch von seinem Werk was. Nicht so wie viele Promoter, die eigentlich mit Boxen wenig zu tun haben, aber nur geschäftlich gut dabei sind. Und ja, ist halt Unterschied, wenn du jemanden hast vom Fach. Und man sieht es bei De La Hoya, ist auch einer, der nicht umsonst den besten Boxer hat. Ja, aber immer wenn der mal kleine Streitigkeiten hat, wie man so hört, aber das gehört ja auch irgendwie dazu. Das gehört zum Geschäft, ja. Ja, anders geht's nicht. Wir gucken mal aufs nächste Foto. Da ist nämlich auch einer, der war sicher auch mal ein Talent und ist jetzt auf einem guten Weg. Nick Hannig, auf jeden Fall. Der Junge hat es auch gezeigt. Also für mich jetzt von den deutschen Boxern auf jeden Fall die Nummer 1 in Deutschland im Halbschwergewicht. Ich sehe da keinen, den ich schlagen kann. Wir haben im Halbschwergewicht, also Robin Krasnicki ist der deutsche Weltmeister. Genau. Wir würden uns gerne, wir haben auch herausgefordert, wir würden gerne den Kampf machen, weil es gibt in Deutschland nicht so viele und wenn schon ein Weltmeister in Deutschland ist, dann würde man ein deutsch-deutsches Duell, würde gerne jeder sehen und wir würden uns auch darüber freuen. Natürlich ist Robin ist starker Junge, sehr guter Sportler, sehr guter Freund auch von uns. Und aber wie gesagt, im Ring, wir wollen auch Weltmeister werden und da gibt es nur einen Platz oben am Thron. Und der Rückkampf mit Dominik Bösel muss aber, ist der noch vertraglich? Der ist ja noch vertraglich, glaube ich, gesichert. So viel ich gehört habe, ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Dominik Bösel da mithalten kann. Ich glaube, dass er wieder K.O. geht und ich meine, der Junge ist auch guter Junge, ist ein guter Boxer gewesen, aber ich glaube schon, dass er zerbrochen ist. Er ist auch sehr schwer ausgenockt worden und das muss man erstmal wegstecken. Ich gönne ihn da, ich hoffe, dass er sich auch erholt und dann den Sieger von den beiden würden wir gerne mit Nick boxen, ja. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Sache. Wie kam da die Zusammenarbeit zustande mit Nick? Nick habe ich ja vor 3-4 Jahren entdeckt. Der Junge hat auch den schnellsten K.O. der Welt. Ich glaube, darüber muss man auch nicht reden, kann man googeln. Also ich glaube, es waren nur ein paar Sekunden. Das schafft auch keiner davor. Der hat fürchterlich den linken Haken und das hat ihn aufmerksam gemacht und ja, dann habe ich selber das, wir sind auf ihn zugegangen und wir haben dann durch seinen Manager Dennis Lindner haben wir ihn dann verpflichtet und super tolle Zusammenarbeit, ich muss ehrlich sagen, einer der treuesten Jungs, die ich kenne und sind alle eigentlich treu und loyal und muss ehrlich sagen, bin stolz, dass er auch bei uns ist. Und das mit Recht, würde ich sagen. Mit Recht gibt es jetzt auch den nächsten kurzen Werbeblock und dann sind wir gleich wieder da mit weiteren Insights von Petco. Für alle, die vom Boxen einfach nicht genug bekommen können, haben wir bei Fight24 noch etwas ganz Besonderes. Lights Out, der Boxtalk aus dem MyLife Boxclub. Einmal im Monat plauscht Gastgeber Rüdiger May mit spannenden Gästen zu ausgewählten Themen und über die guten alten Zeiten. Lights Out, der Boxtalk mit Rüdiger May und Gästen. Jeden Monat bei Fight24. Da sind wir wieder, Toe-to-Toe, der zweite Block, immer noch mit Alexander Petkovic und jetzt gucken wir mal auf die Frauenpower bei dir, weil du hast ja schon eine Historie fast schon an guten Boxerinnen bei dir im Stall und aktuell sorgt ja eine für Furore in der Disziplin, ich nenne es jetzt einfach mal Disziplin, im Amateurboxen, olympischen Boxen, wo man sie nicht mehr erwartet hätte. Ja, ich bin glücklich, dass die Christina Hammer bei uns ist. Sie war bei uns, wir haben sie damals als zur Weltmeisterin gemacht bei der WBC, ist dann nach Amerika, hat gegen Kalisha Shield geboxt, leider verloren, kam wieder zurück und ja, jetzt haben wir sie im Dezember zum Weltmeisterin wieder gemacht und die ist dann im Januar dann zu den Amateuren zurückgegangen, weil wir was vorhaben, wir wollen die goldene Medaille bei den Olympischen Spielen holen. Und bis jetzt läuft ja alles nach Plan. Wir haben bis jetzt fast alle Kämpfe gewonnen. Ich glaube, sie hat vier oder fünf Kämpfe gemacht. Leider eine Niederlage gegen die Welt Nummer 1, gegen die Holländerin. Aber beim Cologne Boxing Cup. Boxing Cup, genau. Das war im Januar, glaube ich, oder März war das. Und ja, jetzt muss man abwarten, was jetzt bei der Quali passiert. Und wir hoffen, dass wir die erste deutsche Boxerin mit einer Medaille haben. Das wäre auf jeden Fall was. Ist ja brachial, die Umstellung, oder? Ich meine, sie ist Profi und da muss sie wieder sich auf das olympische Boxen einstellen. Das ist ja ultra schwer. Das ist sehr schwer, muss ich sagen. Da bin ich auch stolz, dass unsere Sportler auch so professionell sind. Und die Christina ist wirklich sehr hochprofessionell. Also sie hat im Dezember, 20. Dezember, einen 10-Runden-Kampf gehabt.
im Januar, also 2 Wochen später, hat sich umgestellt und also bei den Amateuren geboxt mit 3 Runden. Und da hat sie die Sarah Scheurich klar nach Punkten gewonnen und besiegt. Ich glaube 15-0 war das. Und da sieht man, wie professionell auch die ist und wie ernst sie das nimmt. Der Kampf gegen Shields war ja damals aber schon relativ eindeutig für Clarissa Shields. Ist da noch irgendwie was in ferner Zukunft, dass man da nochmal einen Rückkampf irgendwie macht? Weil Clarissa Shields ist ja ohne Übertreibung wahrscheinlich vielleicht die beste Boxerin aller Zeiten. Auf jeden Fall ist es tolle Sportlerin. Christina war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht mehr bei uns und die war mit falschen Trainer unterwegs. Also die hat ist nicht so eingestellt worden, ist wie sie sein musste. Also die ist mit falscher Einstellung in den Kampf reingegangen. Ich glaube schon, dass es noch viel mehr rauszuholen ist bei der Christina. Und wir hoffen beim Rückkampf, dass es auch dann besser ausschaut. Das wäre auf jeden Fall ein Kampf, den, glaube ich, alle Boxfans sehen wollen, weil das wirklich mit die beste deutsche Boxerin gegen eben die All-Time Great Goat kann man. Katie Taylor ist natürlich auch noch nicht so. Ist eine andere Gewichtsklasse, genau. Also wir arbeiten daran, es wird auch der Kampf noch stattfinden. Wir haben auch den Rückkampf und ich bin positive Dinge, dass wir es auch nachholen. Aber wie gesagt, erst nach den Olympischen Spielen, nach Tokio. Wie ist da konkret die Road to Tokio? Was muss da noch passieren? Ja, die muss jetzt bei der Euroquali muss sich jetzt die Christine auch qualifizieren. Sie hat ja jetzt zweimal die Sarah Scheurich geschlagen. Und bei der Quali muss sie auch jetzt gewinnen. Und dann sind wir in Tokio und dann müssen wir noch Medaille holen. Ja, das wird auf jeden Fall ein heißer Ritt. Vielleicht auch das nächste Foto. Wir gucken mal drauf. Auf unserem wunderschönen nächsten Mann. Hovig Webraham, der ist ja von Anfang an auch bei mir und durchgehend geblieben. Auch sehr guter Freund, sehr guter, treuer Boxer. Wir freuen uns auf ihn. Wir planen jetzt, wie gesagt, Ende Mai mit ihm auch einen Kampf. Und ich freue mich. Also er war 61 Kilo Leichtgewicht, war er Nummer 1, hat um die WM-Ausscheidung geboxt, hat leider die Hand gebrochen. Und den Kampf hat er verloren. Aber wie gesagt, wir schauen nach vorne, wir werden uns Mühe geben, damit er auch bald um die WM boxt. Aber er war ja den letzten Eliminator, hat er doch gewonnen gehabt, oder? Den WBC Eliminator? Den letzten Eliminator hat er in Hamburg am 20. Dezember gewonnen, WBC. Und ja, dann kam halt die Pandemie und kam nicht zustande. Aber wir sind optimistisch, wir werden das auf jeden Fall machen. Er ist ja wirklich in der Gewichtsklasse, die boomt wie seit vielleicht noch nie. Also so eine krasse Spitze im Leichtgewicht gab es vielleicht noch nie. Es ist sehr schwer jetzt zur Zeit. Also wenn du siehst, eine Ausnahmeboxer wie Lomachenko ist jetzt nicht mal Weltmeister der Gewichtsklasse. Also das zeigt schon, wie gut die besetzt ist. Und es wird sehr, sehr schwer sein. Aber solche Kämpfe braucht Deutschland. Solche gute Kämpfe brauchen wir. Und wir sind bekannt dafür, dass wir Kämpfe auf Augenhöhe bringen und nicht irgendwie unsere Jungs aufbauen wie viele andere 12-0 oder 20-0. Da kommt irgendeiner, der ein bisschen boxen kann und verliert unsere. Sondern unsere Jungs gehen schweren Weg von Anfang an und zeigen sich dann auch, wenn es um was geht. Wer wäre da für Hovig der Gegner von der Spitze? Ist das ja dann Garcia oder Haney? Wen peilt er da an? Auf lange Sicht? Wir sind bereit, also der Hovig ist jetzt bei der WBC auch sehr gut gerankt. Wir nehmen alle Angebote an und das macht uns aus, dass wir jetzt kein Angebot aus dem Weg laufen, sondern wir nehmen alles an und schauen mal, wer da als erster kommt. Ich drücke da absolut die Daumen. Hovig übrigens auch hier gewesen bei Toe to Toe, einer der ersten Interviewgäste, könnt ihr auch nochmal auschecken bei uns hier im Archiv. Jetzt gucken wir erstmal aufs nächste Foto. Und da sehen wir tatsächlich eine Frau aus meinem Heimatdorf. Das ist eine sehr Überraschung für mich gewesen. Das ist aus den Nachrichten von Nidau ausgeschnitten, dass die Sarah da dein Team verstärkt. Genau, die Sarah Bormann ist auch amtierende Weltmeisterin. Die ist jetzt neu zu uns gestoßen, ich glaube seit 3 Monaten erst. Und da bin ich auch glücklich drauf. Wir haben auch noch andere Frauen in ihrer Gewichtsklasse, die ist ja jetzt auch im Minimum runtergegangen. Wir boxen jetzt im Mai WBC Ausscheidungskampf oder Eliminator und dann wollen wir auf jeden Fall deutsch-deutsches Duell Tina Ruprecht gegen Sarah Bormann. Sie war ja auch mal bei dir, die Tina ist Tina da, war auch bei mir. Wird das dann heiß, das Duell? Ne? Sie ist ja nicht umso, also sie ist Weltmeisterin. Tina ist Top-Boxerin, kann ich dagegen sagen. Also wirklich nicht umsonst Weltmeisterin. Aber wir wollen die besten boxen und da hätte man Glück, dass 2 Deutsche aufeinandertreffen und dann die bessere geht nach vorne. Und ja, wir freuen uns auf den Kampf. Ja, also das Frauenboxen hat das auf jeden Fall verdient und es kann eigentlich keinen anderen Kampf geben in nächster Zeit.
Also wir wünschen uns, ich hoffe, dass die gegnerische Seite den Kampf oder die Herausforderung auch annimmt und ja, den Kampf annimmt und dass wir vielleicht bis Ende des Jahres deutsch-deutschen WM-Kampf, WBC-WM-Kampf bei den Frauen, das ist auch nicht so oft passiert in Deutschland und das wäre nicht schlecht, ja. Das wäre ein richtiger Kracher. Die Sarah, also nach welchen Kriterien hast du sie ausgewählt? Was hat dir an ihr gefallen, dass du gesagt hast, komm in mein Team? Ich kenne Sarah auch bei den Amateuren. Sie hat schon gegen Tina geboxt. Ich glaube, bei den Amateuren steht es 1-1. Hm. Und auch das, was sie jetzt bei den Profis gemacht hat, das zeigt wirklich, dass sie Weltklasse hat. Tolle Technikerin, also die boxtechnisch sehr, sehr stark. Und ich freue mich drauf. Sie hat das Zeug, jede Frau zu schlagen, jetzt im Minimumgewicht sowieso. Und wir freuen uns. Wir arbeiten dran. Wir würden uns freuen, wie gesagt, wenn die anderen Weltmeisterinnen auch uns die Chance geben, gegen die zu boxen. Ja, der Boxsport hat es verdient. Sagen wir es mal so, die besten Kämpfe, das wollen wir. Die beste Werbung, die verdient ihr, die gibt's jetzt. Und dann sind wir gleich wieder da mit Alexander Petković und Toe to Toe. Da sind wir wieder, Toe to Toe und Alex, ich habe gehört, wenn du dich mal richtig entspannen willst, auch nach so einem schönen Kampfabend, der gut gelaufen ist, da gibt es ja nur eine Sache, die da hilft. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, meine Zigarre El Tigre Bianco ist die beste Zigarre, die ich selber mir in der Pandemie zusammengestellt habe und wir sind jetzt auf den Markt gegangen und da bin ich stolz drauf, ja. Was macht die Zigarre aus? Warum schmeckt die besonders gut? Weil die ohne Aroma ist, also die ist richtig mit reinem Tabak aus Kuba und ja, ohne Zusatzstoffe, die entspannt wirklich gut und bringt mich auf andere Gedanken und tolle, so schaut die Verpackung aus und die kann man immer bei Petco Selection bestellen oder haben. Ja. Petco, also im Internet oder wie genau, kann ich als Zigarrengenießer daran Wir kommen? Sind noch im Internet, wir sind noch klein, also wir haben gerade begonnen mit unserem Shop. Und wie gesagt, bei Petco Selection kann man die bestellen, anschauen, anprobieren und ich hoffe, es schmeckt euch. Also Zigarrengönner, jeder, der das probiert hat, ist begeistert. Würde ich auch sagen. Also das ist eine gute Sache, weil ja auch wegen der Pandemie so ein bisschen, jetzt habt ihr euch ein bisschen was einfallen lassen, um die Zeit sinnvoll zu nutzen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben immer Ideen, also Boxen ist ja stehen geblieben. Wir durften oder konnten leider Gottes nichts machen. Dann habe ich ja eine neue Firma auch mit meiner Frau gegründet und wir haben jetzt eine eigene Wodka. Serie rausgebracht, Wodka, auch mit Boxen verbunden, also und die Zigarren. Und das ist wirklich, da haben wir Glück gehabt. Wir haben ein super tolles Rezept und Bio-Wodka und wirklich High-Class. Also. Es ist wirklich was für Genießer. Man kann ja nicht immer nur pushen und powern, sondern auch mal zurücklehnen und genießen. Und dafür ist das was. Checkt das aus. Wir gucken jetzt aufs nächste Foto. Kommt zurück zur Creme de la Creme des Petco Boxstalls. Emir Ahmadovic, für mich. Auf jeden Fall der beste deutsche Schwergewichtler. Von ihm wird man viel hören. Er ist jetzt wieder zu mir zurück. Er hat jetzt, glaube ich, 9 Kämpfe, 9 Siege, 7 durch K.O. Und der Junge hat Zeug, wirklich alle zu schlagen. Und da bin ich stolz darauf, dass er wieder in die richtige Richtung gegangen ist und zu uns zurück ist. Und ich glaube schon, dass wir mit ihm bald was Großes holen können. Ja. Was sind da so, also wie baust du jetzt, sag ich mal, einen wie ihn, hat jetzt 9 Kämpfe, er hat viel Potenzial, wie baust du so einen Boxer auf, dass der dann irgendwann mal ready ist und wirklich ready für einen WM-Kampf? Emir ist einer der stärksten Jungs in Schwergewicht, die ich kenne, also boxerisch nicht umsonst, deutsche Nationalmannschaft lange Jahre gemacht und immer vorne dabei gewesen, WSB geboxt und, also er hat, glaube ich, die Europameisterschaft auch mitgemacht, sehr erfahrener Mann. Und bei ihm braucht man nicht viel Aufbauzeit, also der Junge ist bereit, gegen jeden zu boxen und er brennt auch, er wird auf jeden Fall noch dieses Jahr um was Größeres boxen und ich hoffe, nächstes Jahr ist eine WM auch drin. Du sagst, der Beste in Deutschland. Wie schätzt du denn das deutsche Schwergewicht im Verhältnis zur Welt ein? Wie stark siehst du die deutschen Boxer in der Königsklasse? Ich würde jetzt sagen, Agit Kabayel ist einer, der da mithält. Das ist ein guter Kämpfer, ein guter Junge. Sonst ist es leider schwach im Schwergewicht. Also wenn ich jetzt sehe, was vor ein paar Jahren waren, also es ist leider Gottes nicht so, ich soll sagen, nicht so begabt, ja. Wir driften mal kurz ab, einfach weil es schön ist. Joshua gegen Fury, was ist dein Tipp? Ich denke, dass der Fury alles schlagen kann. Also sehr unangenehmer und für mich einer der besten Boxer, ja.
Ja, ist brutal, wie er sich auch bewegt mit der Größe. Das ist klasse. Also muss ich ja sagen, wie er mit seinem Körper oben ist. Also der sah ja vor einem Jahr, wie ich aus und was er jetzt aus sich gemacht hat und wie er sie alle vorgeführt hat. Also wirklich klasse Mann, cooler Typ. Und ich glaube schon, dass er alle schlägt. Eine Wucht der Natur. Du hattest ja noch einen anderen Schwergewichter, Peter Milas, bei dir. Der hat sich jetzt genau, da haben orientiert. Uns, ja, wir haben uns auch im Frieden getrennt. Wir sind gute Freunde. Mhm. Und der ist jetzt nach England. Er macht seinen Weg jetzt weiter. Wir haben uns super im Frieden getrennt. Und ich bin auch sein Berater weiter. Also wir sind im Guten. Und das ist das Schönste am Boxen, wenn sich zwei trennen, wenn die im Guten sich trennen und wenn die im Kontakt bleiben. Das ist eigentlich das Schönste, was passieren kann. Ist ja sicher auch ein Mann, der Potenzial hat, der Peter. Auf jeden Fall. Peter ist 25 Jahre, sehr guter Schwergewichtler, ist einer der einzigen, einer der ersten, der den Kevin Johnson ausgenockt hat. Der hat sogar Klitschko nach Punkten nur geboxt. Der Peter hat es geschafft, ihn runterzuhauen in der sechsten Runde. Also der hat Potenzial, kann man auch mal weiter beobachten. Wir beobachten aber jetzt erstmal das nächste Foto, denn zwei haben wir noch. Enrico Kölling, ja, da muss man auch nicht viel sagen in Deutschland. Ich glaube, sehr bekannter Junge. Der hat ja gegen Beterbiev auch, glaube ich, als einziger fast die ganze 12 Runden ausgehalten, ist in der letzten Runde gestoppt worden. Das gab ja keinen, der nach Punkten eigentlich gegen ihn geboxt hat. Und der hat es gezeigt. Der ist jetzt neu bei uns, der ist hungrig, der will es wieder wissen. Und ja, jetzt bekommt er einen Aufbaukampf und dann schauen wir, wo sein Weg geht, ja. Du holst ja als Promoter jeden Boxer auch woanders ab. Er hat jetzt, glaube ich, schon 4 Niederlagen im Kampfrekord. Wie gehst du da mit so einem Boxer um im Vergleich zu einem, der jetzt vielleicht irgendwie 20-0 steht? Macht für dich den Unterschied oder ist das am Ende des Tages egal? Ich habe am Anfang schon gesagt, 20-0 heißt gar nichts, wenn er 20 Busfahrer geboxt hat. Also wenn der gute Kämpfe geliefert hat und geile Kämpfe und da verloren hat, dass ich Hut habe. Ich habe selber, jeder Boxer hat verloren, Muhammad Ali hat verloren. Das heißt nicht, außer in Deutschland, wenn die Promoter sagen, er hat verloren, den kann man wegschmeißen. Nein, wenn er einen geilen Kampf gemacht hat, auf Augenhöhe gegen Weltklasse-Leute, das macht so das Boxen sympathisch und nicht einfach wie alle anderen ausgesuchte Gegner holen, 20-0, Hauptsache meiner muss gewinnen. Nein, wir wollen geile Kämpfe, die Zuschauer wollen Boxen sehen und nicht gekaufte Dinger. Und da bin ich wirklich Feind von solchen Sachen. Und das hat leider Gottes Boxen in Deutschland kaputt gemacht. Wir haben tolle Kämpfe gehabt früher. Wir haben, Boxen war auf hohem Niveau. Und genau diese Sachen, wo 20-0 in Deutschland alle sogar, wenn möglich, noch K.O. gewinnen. Ich würde solche Leute, also muss ich sagen, auch sperren. Wenn ich sehe, jetzt der holt sich nur Pfeife und verkauft sich als Weltmeister. Also sowas würde ich überhaupt nicht für Boxen das erlauben. Ich würde da Lizenzen gleich zumachen und wegnehmen. Ja. Ist ja wirklich ein spannendes Thema, weil du sagst, es macht das Boxen kaputt. Das ist auch aus meiner Sicht ähnlich, dass man diese, keine Ahnung, man ist auf einen Fight, geht zu 10 Kämpfen, weiß schon, wer gewinnt. Ja, ja. Wie glaubst du, kam es dazu und was kann das Boxen in Deutschland auch machen, damit sich das wieder ändert und zwar langfristig? Man muss geile Fights machen wieder. Die Leute, die Zuschauer müssen wieder Bock drauf haben. Wenn man sieht, jetzt Serge Michel hat gegen einen tollen Kanadier gegen uns verloren. Vor 2 Jahren. Und diese Kanadier war für mich schon sehr, sehr stark, auch damals gegen Serge, obwohl Serge toller Boxer ist. Also muss ich sagen, er hat sich selber, Ryan Ford war der Gegner, genau. Und der Nick Hannig, der hat 5 Kämpfe gehabt, war neu, immer jeden Tag hat bei mir angerufen, bitte lass mich, ich möchte boxen. Für mich war das eigentlich zu früh, aber er wollte es wissen. Und da habe ich gesagt, okay, cool, mach mal. Der hat den Kampf klar gewonnen. Dann hat er 2 Schlachten geliefert gegen Rino Liebenberg. Rino Liebenberg ist der hat den Feigenmutz auseinander. Eigentlich hat er klar gewonnen, die haben ihn beschissen. Und das ist das, was Boxen kaputt macht, wenn man die Leute bescheißt. Auch wenn die auswärts kommen und die gewinnen, dann ziehen wir Hut ab, gibt es Revanche oder wir holen ihn für irgendeinen anderen Boxer nochmal. Und das ist das, was Boxen wieder sympathisch oder interessant macht. Und das muss jetzt öfter hoffentlich passieren und nicht nur Boxer, wo die Jungs selber die Gegner aussuchen und jeder entweder durch Ellenbogenverletzung, Rippe oder Gott weiß ich auch durch Verletzungen immer aufgibt. Und das will keiner mehr sehen, ja. Das ist bei uns genau das Gegenteil. Wir wollen gute Kämpfe auf Augenhöhe. Deswegen ist es auch schwieriger mit uns. Aber wir wollen halt den ehrlichen Boxsport wieder zurück. Und das ist das Wichtige, was Boxen in Deutschland auch braucht oder auch weltweit. Ja, deswegen immer die spannenden Boxkämpfe. Wir haben das letzte Foto, das passt jetzt perfekt zum Thema. Ich habe da nochmal Nick genommen.
Einfach, ihr habt jetzt ein Event geplant, Alex, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen. Der Flyer war jetzt noch nicht da zum Event. Wer boxt da? Nick, habe ich gehört, wäre eine sichere Nummer. Wer ist noch dabei? Ja, wir haben geplant, wir wollten den von Oktober nachholen hier mit der Dinnerbox mit Alfons Schubeck in München. Wir haben geplant am 15. Mai, leider ist es wieder durch die Pandemie verschoben und wir planen jetzt auswärts eine Gala zu machen. Natürlich Nick Hanik boxt die Nummer 1 aus Lettland. Da ist Chef Yusufi, Sarah Bormann, Emir, Enrico, sind schon einige Jungs, Hovig sind auf dem Fightcard und da werden wir auf jeden Fall, Karwan Albevani ist auch dabei, der ist auch noch jung bei uns und da geben wir uns Mühe, dass wir das durchkriegen, noch im Mai hoffen wir es. Also wie gesagt, die Verträge sind noch nicht unterschrieben, deswegen kann ich noch nicht sagen, genau wo, aber es sieht gut aus, dass wir das Ende Mai über die Bühne bringen, ja. Also die Spannung ist noch aufrecht. Wenn ich jetzt irgendwie Boxfan bin, wo finde ich denn immer die neuesten Infos zu euch? Auf petkus.de oder bei unserer Seite oder ja, in jedem Box, also ich glaube Boxen 1 ist genauso, ein bisschen Schleichwerbung für Boxen 1, die schreiben auch was. Oder bei Fight24 ist auch immer was dabei. Ja, überall vertreten. Wir sind jetzt leider am Ende der Sendezeit angekommen, hat riesigen Spaß gemacht, Alex, super, dass du da danke warst. Dir. Danke fürs Einschalten natürlich. Schaltet auch nächste Woche wieder ein bei Toe-to-Toe, immer auf Fight24 auf YouTube um 21 Uhr. Und die letzten Worte gebühren natürlich wie immer unserem Gast Alexander Petkovic. Liebe Grüße an die Boxsportfreunde und an die Boxenliebhaber. Danke euch. Da ist es schon wieder vorbei, die Folge Toe-to-Toe, aber ich habe gute Nachrichten für euch. Hier könnt ihr euch die letzte Folge angucken und hier oben könnt ihr den Fight24-Kanal abonnieren und dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr.